In diesem Video kann ich neue Custom-Helme craften. Mit jedem neuen Helm kommen wir so an neue Fähigkeiten. Können wir es schaffen, alle OP-Helme zu bekommen und in einem möglichst nicen Endfight den Enderdrachen zu besiegen? Los geht's und wir starten in einem Dschungel. Ich hätte aber eigentlich gerne ein Dorf relativ am Anfang, damit wir möglichst früh anfangen können und den ersten Custom-Helm craften. Aber da hinten sieht's so aus, als würde es rausgehen und da sehe ich doch auch schon ein Hausdach. Perfekt, da können wir also direkt loslegen, uns um Eisen kümmern. Auf dem Weg holen wir uns noch die Grundtools und dann geht's los. Ich bin schon echt gespannt, was der erste Custom Helm sein wird. Hier komme ich gut an Stein, also hole ich mir hier schon mal kurz Holz ran. Dann noch ein bisschen Stein. Und dann stehen auch schon mal die Grundtools. Perfekt. Da haben wir auch einiges an Weizen. Das heißt, Essen kriegen wir auf jeden Fall durch dieses Dorf. Und da hinten ist sogar eine Schmiede. Das klingt doch ziemlich vielversprechend. Und da ist auch ein Bognerhaus, sehe ich gerade. Ein perfektes Dorf einfach mal. So müsste der Start immer laufen. Und hier haben wir sogar auch noch einen Fischer. Das heißt, wir müssen nicht mal das Eisen vom Golem für den Eimer verschwenden. Mega nices Dorf. In der Schmiede haben wir... Okay, Obsidian. Ist ziemlich nice. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf normales Eisen gehofft. Aber ich würde mich über so eine Truhe auf jeden Fall nicht beschweren. Und das können wir sogar heute auch ganz gut gebrauchen, denn wir brauchen diese Steine hier. Die können wir zwar auch einfach durchschmelzen im Ofen, aber wenn wir die schon fertig haben, geht es natürlich schneller. Und damit können wir eigentlich auch direkt anfangen. Ich hole mir noch ein bisschen normale Steine. Dann brauche ich schnell noch ein bisschen Holz, denn wir brauchen eine Werkbank für eine neue Custom-Werkbank sozusagen. Und wenn wir die dann in die Mitte packen und mit verschiedensten Steinen umranden, bekommen wir einen Custom-Crafter. Und mit diesem Custom-Crafter geht die Challenge für heute richtig los. Ich setze ihn mal hier so hin. Er sieht richtig nice aus. Wie so eine verstärkte Werkbank einfach oder so eine weiterentwickelte Werkbank. Und da können wir eben jetzt unsere Custom-Helme für heute drin craften. Wir brauchen nämlich für den ersten Helm, den ich mir heute überlegt habe, den wir als erstes craften, einfach nur ein paar Kartoffeln. Genau genommen brauchen wir 5, also noch 2 bitte. Ja, das sah gut aus. Da waren genug dabei. 5 Stück haben wir. Dann müssen wir 3 davon einmal durchbraten. Ich habe ein bisschen wenig Holz so, aber ich packe mal einfach hier so Holz rein. Ich meine, ich hätte mir auch erst den Golem holen können und wir jetzt mit Lava machen können, aber da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Aber kein Problem. Ich schlage aber mal vor, dass wir uns jetzt in der Zwischenzeit schon mal den Golem ranholen. Perfekt. Wir haben leider nur 3 Eisen bekommen, aber okay. Die Kartoffeln sind durchgebraten. Den Ofen nehme ich mir aber auch direkt schon mal mit. Und so weird es auch klingt, aber wir craften uns jetzt wirklich aus den Kartoffeln unseren ersten Custom-Helm für heute. Und der sieht direkt richtig nice aus. Ein schöner Kartoffelhelm. Der Potato Helmet heißt, also wirklich Kartoffelhelm einfach. Und den können wir natürlich, ist ja nun mal ein Helm, auch anziehen. Und ich fühle mich jetzt nicht besonders cool, aber ich bin gespannt, was wir heute so für Helme noch sonst freischalten können. Und natürlich auch, was dieser Kartoffelhelm, der sehr interessant aussieht, würde ich es mal nennen, uns so bringt an Effekten oder sowas. Ich habe jetzt so noch keinen aktiven Effekt, aber wir finden das mit der Zeit wahrscheinlich noch heraus. Ein Kartoffelhelm klingt auch eher wie ein passiver Helm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir jetzt nie wieder was essen müssen, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Dann mache ich mir jetzt mal eine Hacke und hole mir schon mal Weizen mit. Entweder wir machen uns daraus Brote, wenn wir gleich rausgefunden haben, ob wir noch essen müssen oder nicht. Oder wenn wir die nicht mehr als Essen brauchen, können wir die natürlich sehr gut zum Traden benutzen. Und ich habe gerade ein Essgeräusch gehört. Ich glaube, wir essen halt wirklich einfach damit. Das heißt, ich kann dir entspannt zum Traden benutzen, die Weizen. Dann gib du mir mal bitte oder du mir Emeralds. Dankeschön. Sehr nice. Dann bräuchte ich jetzt einmal den Fischer, um an einen Eimer ranzukommen. Ich werde aber auch erstmal in seine Truhe schauen. Da ist immer ein bisschen Kohle drin. Aber ich habe das Gefühl, dass alle Jobs schon irgendwie vergeben sind. Das heißt, ich nehme mal das Fass lieber mit. Und wir machen mal ein paar Arbeitsplätze frei. Da jetzt aber gerade schon die Arbeitszeit beendet ist, wie es aussieht, hole ich mir einfach noch ein paar mehr Weizen mit und wir traden am nächsten Morgen weiter. Das Bett würde ich mir dann aber auch direkt mitnehmen. Und dann möchtest du doch bestimmt Fischer werden. Er hat richtig Bock und er gibt mir auch direkt den Eimer. Perfekt. Einmal den Fisch nach da unten freilassen. Mach's gut. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mal weiterziehen. Ich weiß nur nicht, ob wir die Werkbank auch wieder abbauen können. Doch, können wir. Mit der Spitzhacke, interessanterweise, ging das besser als mit der Axt. Gut zu wissen. Und eigentlich könnte ich mir aber auch direkt ein paar Pfeile und einen Bogen traden, wenn wir hier schon den Bogner da haben. Dann tradet er falsch. Das kriegen wir auf jeden Fall noch besser hin. Wobei ich ja eigentlich gar keine Sticks traden will, sondern nur Pfeile. Eigentlich reichen ja Pfeile schon. Dann nehmen wir die jetzt auch direkt mal. Ich hätte aber auch gerne direkt noch den Bogen eigentlich. Das kriegen wir so aber auch noch hin. Jetzt habe ich zwar viel zu viele Pfeile, aber egal. Jetzt haben wir Bogen und ausreichend Pfeile. Heißt, wir können die auch ruhig mal benutzen. Und da habe ich es gerade gesehen, ich wurde gesättigt. Das heißt, eigentlich brauchen wir gar kein Essen. Das ist doch auf jeden Fall gut zu wissen. Dann können wir eigentlich direkt mal schauen, ob wir irgendwo einen Lavasee finden. Da hinten ist auf jeden Fall eine Savanne. Da könnten wir ja gut was finden. Da ist auch ein Ruin Portal. Da vorne habe ich es gerade gesehen. Ich wünsche mir ein Feuerzeug, weil dann kann ich das Eisen noch weiter sparen, was wir vom Golem bekommen haben. Hier ist auch ein Goldblock. Wir brauchen heute Goldblöcke tatsächlich. Das
heißt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich das Eisen für die Spitzhacke benutzen kann. Hier haben wir ein Feuerzeug und noch mehr Eisen. Mega nice. Hier hätte ich mal vorher reingucken sollen. Hier haben wir nämlich auch eine Hacke, die ich jetzt nicht mehr brauche. Und wir haben hier aber nur eine Lavaquelle. Heißt, ohne Dias kommen wir hier nicht weit. Ich habe da aber noch eine Idee. Es gibt nämlich heute einen Spitzhackenhelm. Und der klingt cool und ist hoffentlich auch cool. Und wir haben hier doch gerade eine Schlucht. Da unten ist Eisen. Ich brauche nämlich ziemlich viel Eisen dafür. Aber dann gehen wir mal hier runter und holen uns Eisen, bevor wir in den Nether gehen am besten. Ich sollte mal kurz schauen. Ja, ich habe Holz dabei. Das ist auch mal gut. Ausnahmsweise habe ich mal Holz dabei, wenn ich irgendwo in eine Höhle reingehe. Und hier ist auf jeden Fall überall Eisen. Und hier sind auch überall Creeper. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Die kommen aber nicht an. Das finde ich schon mal gut. Dann explodiert doch bitte schon mal. Dankeschön. Ich würde nämlich gerne noch runter. Wir brauchen nämlich später für einen Helm auch Lapis. Und wenn wir gerade mal in einer Höhle sind, möchte ich eigentlich die Chance nutzen. Da haben wir Lapis hinter den ganzen Zombies. Vielleicht hätte ich mir mal ein Schild erst craften sollen. Wäre gar nicht mal so verkehrt gewesen wahrscheinlich. Ich renne mal kurz ein bisschen hier weg, wo die mir nicht so gut folgen können. Und ich werde beschossen. Das ist alles ganz schön gefährlich hier gerade, unnötig. Und ich merke gerade, ich esse nicht so schnell. Also sollte ich mir vielleicht doch noch ein paar Brote craften. Als allererstes jetzt aber den Schild. Perfekt. Und hier haben wir doch auch direkt Lapis. Dann nehme ich mir das lieber hier mit, als da hinten hinter den Zombies. Wir brauchen 2 oder 3 Blöcke. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich 2 Goldblöcke oder 2 Lapisblöcke und 3 Goldblöcke brauche. Dazu aber später mehr, denn die Goldblöcke, die dauern auf jeden Fall noch ein bisschen. Da unten ist auch ein Diamant, aber den hole ich jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Ich möchte jetzt lieber mal weiterschauen, dass wir in den Nether gehen. Und ich mache mir jetzt wirklich ein paar Brote. Wenn ich Geduld habe, lädt sich das voll, aber ich habe leider keine. Also esse ich jetzt selber noch ein bisschen manuell sozusagen. Und ich werde schon wieder beschossen. Lass mich! Weg mit dir! Und mit dir auch! Noch mehr Lapis. Dann gehen wir jetzt mal lieber raus aus der Höhle hier. Und dann schauen wir mal, dass wir möglichst kompliziert diesen Goldblock abgebaut bekommen. Als allererstes muss ich mir jetzt noch ganz schön viel Eisen durchschmelzen. In der Wartezeit kümmere ich mich dann mal noch um ein paar Grundressourcen wie Holz und Stein. Das kann man immer ganz gut gebrauchen. Dann haben wir auch schon erstmal genug. Ich brauche direkt 2 Eisenspitzhacken und einen Eisenhelm. Also richtig verschwenderisch. Aber ich hoffe, dass es sich lohnt. Wir packen die Eisenspitzhacke, den Helm und die zweite Eisenspitzhacke rein und bekommen den Pickaxe-Helm. Wie cool sieht er denn bitte aus? Okay, einerseits cool, andererseits sieht er auch schon wieder richtig dumm aus, aber ich feiere das. Ich finde weirde Challenges immer mega lustig einfach. Den ziehen wir natürlich auch direkt an und ja, ich sehe richtig cool aus auf jeden Fall. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da und dann können wir jetzt gemeinsam herausfinden, was es noch so für Custom-Helme gibt, die wir heute craften können. Währenddessen schlafe ich jetzt einfach mal ein bisschen und jetzt möchte ich den Spitzhacken-Helm ausprobieren und ich hoffe, dass wir damit jetzt das Gold abbauen können. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt funktioniert, weil ich habe halt einen Helm auf und nicht in der hat. Ich versuche, den Goldblock zu hauen. So richtig gut klappt das nicht. Okay, anderer Versuch. Ich stelle mich drauf und sneake oder springe. Oder ich stelle mich drunter und springe. Das klappt. Oh mein Gott, hier ist sogar noch ein Goldblock. Das ist ja mega nice. Wir können einfach so Blöcke abbauen, indem wir mit dem Helm springen. Und schon habe ich 2 Goldblöcke. Jetzt frage ich mich aber gerade. Ich meine, wir haben zwar nur eine Eisenspitzhacke, aber trotzdem könnte es doch vielleicht auch klappen, Obsidian abzubauen. Wie nice ist das denn? Ich hatte ja auch schon die aus der Truhe. Das heißt, ich kann mir eigentlich locker 10 einfach mitholen und wir können uns hier ein Portal hinbauen. Dann gießen wir das Portal heute mal nicht, würde ich sagen. Und ich möchte eigentlich aber auch dann direkt ein Rückportal machen können. Das heißt, wir brauchen noch 5 mehr. Also baue ich mich mal hier hoch. Hier ist auch ein bisschen Crying Obsidian, aber da oben war auch noch ein richtiger, genau. Perfekt. Und dann fehlen aber immer noch 2. Hier können wir noch einen holen. Ich möchte unbedingt ein Rückportal haben. Das macht das Ganze so viel entspannter im Nether einfach. Aber es fehlt immer noch ein Obsidian. Und hier haben wir keine Lava mehr. Das Eisen ist jetzt komplett durch. Und mit dem Gold würde ich mir jetzt schon mal ein paar Schuhe craften für den Nether. Passt auch voll gut zu unserer bisherigen Rüstung. Dann schlage ich jetzt aber mal vor, wir gehen trotzdem jetzt in den Nether. Und ich kann ja auch nochmal zurückgehen, in der Hoffnung, dass ich nah am Spawn an Lava rankomme. Portal steht. Das Feuerzeug hatten wir ja auch schon an. Zünden. Da nehme ich natürlich noch kurz alles hier mit. Vor allem natürlich den neuen Crafter. Und dann gehen wir rein in den Nether. Hallo Nether. Und das ist kein schöner Spawn. Aber andererseits können wir hier ziemlich easy Lava holen und direkt mal wieder rausgehen, bevor wir uns hier umschauen. Ja, jetzt brauche ich nur hier irgendwo Wasser. Da haben wir Wasser. Dann einmal so, dass ich das schön von unten abbauen kann. Perfekt. Und dann haben wir 10 Obsidian übrig für ein Rückportal. Das heißt, wir müssten zumindest schon mal nicht mehr zurück ins Basalt-Delta laufen. Das finde ich schon mal sehr gut. Da machen wir uns jetzt mal auf in den Westen. Hoffentlich bald raus aus dem Basalt-Delta und auf die Suche nach einer Festung. Müssen nur echt schauen, wo wir hier am besten langlaufen. Ich mache mir schon mal ein Boot, würde ich vorschlagen. Da können wir zumindest schon mal überall runterlaufen. Hier sollten wir aber auch mal so springen können. Einfach super angenehm, wenn ich bedenke, dass wir diesen Weg nicht mehr zurücklaufen müssen heute. Aber wir müssen erstmal den Weg überhaupt hinlaufen und irgendwie eine Festung. Oder ich nehme natürlich
natürlich auch gerne einen Warp Forest finden. Hier haben wir Glowstone. Glowstone brauchen wir heute auch für einen Custom Helm. Ich weiß noch nicht, ob das nicht irgendwo noch praktischer klappt, mit dem ans Glowstone rankommt. Ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unseren Kartoffelhelm an, damit ich zumindest nicht so viel essen muss. Viele Brote haben wir jetzt ja nicht. Wir müssen so eine Kombination nutzen. Allerdings brauche ich jetzt auch nochmal ein paar Blöcke, um zu bauen. Da die Spitzhacke fast kaputt ist, hole ich mir die jetzt lieber mal mit unserem Helm ran. Sehr, sehr nice. Den schießen wir mal weg. Ich möchte nämlich hier gar nicht in den Nahkampf gehen und wir haben eh viel zu viele Pfeile. Schön weg mit euch. Und die Kleinen machen wir dann schnell mit dem Schwert weg. Alles schön aufgeräumt. Und hier wird es leider immer dichter mit den Wänden und allem. Ich fürchte, wir müssen sogar jetzt hier uns durch die Wand graben und meine Spitzhacke ist fast kaputt. Aber ich kann mir zumindest Stein noch einige craften, also ist mir das egal. Und wir gehen einfach mal durch hier. Direkt mal eine neue. Und weiter geht's. Ich denke aber auch gerade, bevor ich mich jetzt hier durchgrabe, könnten wir doch eigentlich schon neue Helme craften. Für einen neuen Helm brauche ich 3 Goldblöcke. Wir haben jetzt 14 Barren. Also brauchen wir noch 17 weitere. Das ist natürlich relativ viel. Und hier findet man auch nicht viel Gold. Aber wir können trotzdem auf Gold gehen. Und wir können doch jetzt locker mal irgendwo Glowstone bekommen, oder? Mit 3 Glowstone-Blöcken und 2 Spektralpfeilen können wir uns nämlich auch wieder einen neuen Helm craften. Und eigentlich, finde ich, wird es jetzt mal dringend Zeit dafür, bevor wir jetzt hier einen Warp Forest oder auch eine Festung suchen. Also hole ich mir jetzt hier schon mal überall Gold ran, was ich finden kann. Hier gibt es auf jeden Fall schon noch einiges. Und hier haben wir auch Glowstone, wo wir drankommen. Dann gehe ich da jetzt direkt mal was sammeln. Und ich meine, so viel brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Ich brauche ja nur die 3 Blöcke plus 4 weitere. Die haben wir jetzt schon. Das heißt, wir können jetzt direkt einfach den nächsten Helm craften. Das ging super schnell. Ich brauche aber erstmal noch die Spektralpfeile. Perfekt. Die kommen in die Ecken. Dann die Glowstone drumherum. Und wir bekommen einen Helm of Knowledge. Also einen Helm der Weisheit sozusagen. Und der sorgt dafür, dass ich leuchte. Ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt irgendwas Gutes bringt. Aber ich leuchte schon mal. Aber der muss uns auch noch irgendwelche Vorteile bringen. Die müssen wir eben dann auch noch rausfinden. Hier haben wir nochmal Gold. Das reicht aber natürlich auch noch lange nicht. Oh, und ich verstehe, was der Helm uns bringt. Nicht nur wir leuchten, sondern auch Mobs in der Nähe leuchten. Das heißt, wir können das sogar nutzen, um so ein bisschen durch die Wand schauen zu können. Das kann eigentlich beim Festung suchen ziemlich praktisch sein sogar. Wenn wir uns durch die Wand graben und irgendwo Blazes in der Nähe sind, dann leuchten die ja auch. Wobei das natürlich jetzt nicht so weit geht, dieses Leuchten. Aber trotzdem vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht gehen wir dann sogar jetzt wirklich mal ein bisschen weiter graben und ich schaue schön, ob wir irgendwelche leuchtenden Mobs durch die Wand sehen. So können wir auch schneller offene Fläche finden. Und hier leuchtet ein Wither-Skelett. Ich würde sagen, das ist mega nice mit diesem Helm. Ich sehe noch nichts, aber ich weiß, dass wir hier eine Festung haben. Wie cool ist das denn? Da können wir direkt mal ein bisschen uns runtergraben. Der Helm bringt halt dann wirklich was, wenn man den so benutzen kann. Hier ist die Festung. Ich bin sogar offiziell schon drauf. Ich will aber erstmal diese 2 Wither-Skelette, die wir jetzt schon gesehen haben, wegschießen. Und da kommen auch schon Blazes an. Ich weiß nicht, ob ich gerade schon bereit bin für hier diese ganze Action. Ich wollte eigentlich nur raus in ein anderes Biom. Aber den können wir jetzt schon mal treffen. Perfekt. Und dann sind wir drauf auf der Festung. Und hier ist halt wirklich alles voll mit Wither-Skeletten. Ich will erstmal die Truhen finden. Ich möchte nämlich gerne den neuen Helm direkt craften. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie an allem hier vorbeikommen und in die Truhengänge reinlaufen. Da ist ein Warp Forest. Das ist natürlich mega nice. Ich kann aber gerade nicht so lange stehen bleiben, um danach zu gucken. Alles ein bisschen gefährlich hier momentan. Hallo, lass mich in Ruhe. Und drop bitte. Nee, macht sie nicht. Da geht's zu den Truhen. Da muss ich jetzt nur wieder irgendwie rüberkommen. Okay, der richtige Weg. Aber noch einiges, was auch im Weg steht. Und ich brenne. Sehr gut. Nochmal kurz regenerieren. Und dann ein bisschen was wegschießen auf Sicht. Die Skelette da zwischen den Piglin nerven jetzt ein bisschen. Muss vorsichtig schießen. Eins konnte ich ein bisschen rauslocken. Sehr gut. Und das andere hauen wir jetzt einfach so weg. Ich hoffe, dass mir die hier nicht alle folgen. Hallo. Weg mit dir. Und so können wir sogar um die Ecken schauen. Das ist mega praktisch mit diesem Helm. Ich dachte irgendwie erstmal nicht, dass der so viel bringt. Aber der hilft mir richtig weiter gerade. Hier haben wir die erste Truhe und kein Gold drin, aber ich würde mich trotzdem mal nicht beschweren. Und hier wartet ein Wither-Skelett hinter der Ecke. Das ist so nice wirklich. Hallo, setz dich und weg mit dir. In der nächsten Truhe haben wir ein Gold drin und das Eisen würde ich aber auch mitnehmen. Und die Truhe hätte ich eigentlich gerne, aber da ist ein bisschen was los. Aber kriegen wir alles hin. Und da liegt auch die erste Place Rod. Die möchte ich gerne haben. Perfekt. Hier haben wir kein Gold drin, leider. Aber hier haben wir... Nein, hier haben wir auch kein Gold. Alles klar. Dann aber hier... Nein, auch nicht. Warum haben wir denn nirgendwo Gold? Ich meine, ich kann die schon mal zu Barren machen, aber wir brauchen halt trotzdem noch 10. Und ich sollte jetzt aber auch noch mal meinen Kartoffelhelm zum Essen benutzen, sonst haben wir nämlich gleich keine Brote mehr übrig. Dann haben wir hier endlich Gold. Mega nice. Und noch mehr Eisen, auch in Ordnung. Also schon sehr wenig Gold heute. Aber dafür haben wir auch 2 Dias bekommen. Dann schlage ich vor, gehen wir jetzt doch erstmal rauf auf die Place Rod. Problem ist nur, dass der Spawner extrem offen ist. Das heißt, ich kann mich auch nicht wirklich einbauen. Ich schlage vor, wir versuchen es trotzdem, uns einzubauen. Ich baue hier hinter mir so ein bisschen so eine Mauer, damit da wenigstens nichts mehr hinterherlaufen kann. Schüsse von den Seiten lassen sich natürlich jetzt nicht unbedingt vermeiden. Und der Kollege hier lässt sich dann auch leider nicht vermeiden, wenn er runterkommt. Aber er kommt nicht runter, da ist ein Loch dazwischen. Sehr praktisch tatsächlich.
Dann schieß ich mal hier ein bisschen rein. Wir können auch hier ruhig auf Fernkampf gehen und dann schön die Blaze Rods sammeln. Da kommt jetzt auch noch ein Gas. Das kann ich gerade nicht so gut gebrauchen. Den müssen wir mal wegschießen. Sehr gut. Und ich muss trotzdem näher an den Spawner ran, sonst ist der gar nicht aktiviert. Dann bauen wir hier mal noch ein bisschen frei. Und ich muss aufpassen, hier gibt es auch von der Seite Blazes. Die da oben schießen in der Zwischenzeit auch schon mal ein bisschen runter. Da sind neue Blazes gespawnt. Schön in Ruhe runterschießen. Allerdings keine neuen Drops. Du stresst dich irgendwie ein bisschen. Geh mal bitte weg. Ich danke dir. Da ist schon die dritte, vierte und die fünfte Blaze Rod. Langsam wird das hier was. Da hinten liegt schon die siebte Blaze Rod. Damit hätte ich genug. Aber die können wir gerade nicht so entspannt einsammeln. Also erstmal aufräumen. Und dann schnell rein da. 7, 8 Blaze Rods. Wir können auf jeden Fall hier raus. Jetzt müsste ich es nur noch überleben. Das wäre ganz praktisch. Ich schlage vor, wir laufen einfach und schauen, was passiert. Okay, doch nicht. Das war mir doch ein bisschen zu gefährlich hier. Und ist es eigentlich auch immer noch. Weg mit dir. Dann nochmal. Einfach durchlaufen. Nicht stehen bleiben. Alles in Ordnung. Will nur in den Warp Forest rüberlaufen. Hier ist aber leider noch ein bisschen was im Weg. Aber hier haben wir auch nochmal Gold. Moment, Gold brauche ich immer noch. Okay, ich glaube, das ist nicht der beste Weg, um da entspannt rüber zu laufen gerade. Überlege nur gerade, welchen Weg ich dann sonst nehmen sollte. Aber im Zweifel gehen wir halt tatsächlich einfach wieder durch die Wand, würde ich sagen. Da ist der Warp Forest. Ich merke mir jetzt mal die Himmelsrichtung, weil ich muss auch erstmal durch die Wand mich orientieren. Dann grabe ich mich jetzt einfach mal hier durch. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja auch noch ein bisschen Gold. Und hier geht's raus. Sind wir irgendwie richtig? Ja, doch, sieht gut aus. Da ist ein bisschen Warp Forest und auch ein bisschen Festung und Gold. Gold mag ich. Und ich höre gerade einen Enderman. Ich schau mal, in welcher Richtung wir den finden. Da oben. Das ist schon immer noch sehr, sehr praktisch. Also grabe ich mich einfach weiter gerade hoch und dann kommen wir... So, ich habe mich fast angeguckt, in den Warp Forest rein. Hab mich kurz erschreckt, aber alles in Ordnung. Und hier sind direkt richtig viele Endermen. Finde ich gut. Dann gehen wir jetzt direkt rauf auf die Enderperlen. Zwischendurch noch ein bisschen Gold sammeln. Da haben wir auch schon die 12. Blaze Rod. Ich hätte aber gerne so 14 Stück. Also noch eine, bitte. Da ist die 14. Perfekt. Und dann können wir eigentlich raus aus dem Nether. Aber ich hätte eigentlich auch gerne noch die Gold voll. Klar ist es auch ein bisschen nervig über Gold Nuggets. Aber andererseits ist es auch ein bisschen chilliger als in der Overworld, die jetzt ranzuholen. Oh, ich denke aber gerade, wir könnten auch einfach einen anderen Helm schon mal machen. Der nämlich auch ziemlich cool klingt. Und zwar den Schwerterhelm. Dafür brauche ich 2 Eisenschwerter, noch einen neuen Eisenhelm. Und damit habe ich kein Eisen mehr. Beziehungsweise jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Und wenn wir diese Schwerter jetzt hier oben rein packen und einfach halt auf einen Helm draufsetzen, bekommen wir einen richtig weird aussehenden neuen Helm dazu. Und zwar wirklich den Schwerterhelm, beziehungsweise Rammenhelm. Der sieht richtig komisch aus. Ich weiß nicht, welcher gerade komischer aussieht. Der in meiner Hand oder der auf meinem Kopf? Wir tauschen den jetzt auf jeden Fall mal aus. Und ich würde sagen, der sieht extrem komisch aus. Und rammen, kann ich damit jetzt Mobs rammen? Ich habe extra ein bisschen Angst, dass ich dabei sterbe, wenn ich das jetzt an einem Enderman ausprobiere. Deswegen setze ich ihn trotzdem mal ins Boot. Aber wie ich mir das jetzt vorstelle, müssen wir uns jetzt einfach so nach vorne und den rammen. Okay, das klappt und er wird böse auf mich. Also ja, gut, dass im Boot sitzt. Aber wie nice können wir das in der Overworld benutzen? Hier finde ich es halt jetzt wirklich ein bisschen gefährlich, weil ich will eigentlich nicht so nah ran an einen Enderman. Aber egal. Okay, doch nicht egal. Wir machen es klassisch und benutzen den Helm lieber in der Overworld. Und haben aber nochmal die 15. Enderperle damit. Sieht zwar richtig stylisch aus, ist aber auf Enderman ein wenig gefährlich. Deswegen möchte ich jetzt mal wieder den Kartoffelhelm anziehen, um zu regenerieren. Und ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt mal zurück zum Portal laufen, aber ist doch Quatsch. Wir haben 10 Obsidian. Also machen wir es ganz entspannt und bauen uns hier ein Portal hin. Perfekt. Nur noch anzünden und dann können wir einfach hier und jetzt raus aus dem Nether für heute. Zurück in der Overworld, in einem Mesa-Biom. Und es ist gerade Nacht. Und da kommen 2 Baby-Zombies. Habe ich gar keine Lust drauf gerade. Geht mal bitte weg. Schön verbrennen. Okay, den Rest machen wir dann mal so. Ich möchte jetzt nicht nach dem Nether an Baby-Zombies sterben. Und dann haben wir zwar einiges an Gold gesammelt, aber eben auch noch nicht genug. Wir brauchen noch 5 weitere Gold. Und für noch einen weiteren Helm brauchen wir nicht nur Gold, sondern auch noch Redstone. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall noch in Höhlen zu gehen. Oder wir machen das halt auf dem Weg zum Stronghold. Was ich aber auch noch gebrauchen könnte, wäre Essen. Aber auch das können wir vielleicht auf dem Weg zum Stronghold machen. Ich mache mir schon mal 8 Enderaugen. Und dann schauen wir, in welche Richtung. Wir müssen da hinten geht's lang. Dropped. Und wir laufen los in Richtung Stronghold. Da hinten kommt ein Dorf. Da können wir Essen finden. Klar, haben wir zwar diesen sehr schön aussehenden Helm, aber wir haben auf jeden Fall im Nether gemerkt, dass es sich lohnt, auch mal sowas zu essen, wenn man mal schnell regenerieren muss. Also schnell nochmal ein paar Brote sammeln. Und hier haben wir nochmal offenes Eisen. Wenn das einfach hier so rumliegt, nehme ich es mir kurz mit, weil wir könnten auch einfach den Eisengolem töten. Aber vielleicht machen wir auch einfach beides. Hier in der Truhe haben wir sehr viele Brote, das finde ich gut. Die nehme ich mir auch gerne schon mal mit. Hier haben wir noch mehr Brote und mit den ganzen Weizenblöcken haben wir eigentlich schon auf jeden Fall genug. Dann schmelzt sich schon mal das restliche Eisen und wir holen uns hier noch das Eisen mit.
Perfekt. Dann können wir uns gleich auch nochmal eine neue Spitzhacke craften. Wir haben jetzt schon 4 verschiedene Helme. 3 Stück möchte ich heute aber noch weiterhin craften. Dafür brauchen wir noch Gold, dass wir 3 Goldblöcke craften können. Lapis haben wir schon genug. Da noch ein bisschen Redstone und eine Armbrust brauchen wir auch noch. Und dann schaue ich auch nochmal hier in die Truhe. Und hier haben wir richtig viele Brote drin. Mega praktisch. Hier haben wir auch nochmal Brote. Dann brate ich mal schnell hier kurz die Eisen durch und hole mir in der Zeit noch mehr. Perfekt. Dann noch ordentlich Brote. Das reicht ja eigentlich schon. Damit haben wir eigentlich schon mehr als genug. Und dann müssen wir uns jetzt gleich mal auch darum kümmern, die restlichen Helme heute noch zu craften. Okay, das Dorf ist aber erstmal geplündert. Ich schaue nochmal, genau, in die Richtung ging's. Und dann laufen wir jetzt erstmal wieder weiter zum Stronghold. Hier liegt einfach noch ein Schiffswrack. Na gut, das würde ich noch looten. Hier haben wir noch mehr Eisen. Theoretisch auch noch mehr Gold. Sogar wirklich, dass wir noch einen Ingot machen könnten daraus. Und ich würde sogar, denke ich, auch noch die Schatzsuche machen wollen. Da haben wir einmal die Schatzkarte. Wir sind auf jeden Fall sogar schon in der Nähe. Wenn der so nah ist, hole ich mir den auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier die Chunk-Koordinate 99. Also haben wir hier auch den Schatz mit einigem Gold drin. Und damit haben wir sogar wirklich schon genug Gold. Den Tee nehme ich mir auch schon mal erstmal mit. Wenn das so ist, können wir eigentlich wirklich jetzt direkt auf den nächsten Custom-Helm gehen. Den Crafter aufstellen. Und dann basteln wir uns so den nächsten Custom-Helm. Einen goldenen Lucky-Head. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Glück mag ich. Mal schauen, was der uns dann so bringt. Weil jetzt so direkt habe ich jetzt auch noch keinen Nutzen davon gecheckt. Aber auch das finden wir dann auf dem Weg irgendwann hoffentlich noch raus. Ich lasse ihn jetzt erstmal an. Und jetzt wird es aber langsam auch nochmal Zeit für ein neues Enderauge. Es fliegt aber immer noch weiter geradeaus. Und hier fliegt es auch noch weiter geradeaus. Und hier fliegt zurück. Okay, wir haben hier irgendwo am Ufer also den Stronghold runter. Mal schauen, wie weit wir zurücklaufen müssen. Hier geht's runter. Ich würde mich aber dann mal nicht im Fluss, sondern hier am Ufer runtergraben. Da nochmal eine neue Spitzhacke. Hier kommen wir auf Deep Slate. Und hier sieht's doch sehr nach Stronghold aus. Ich habe mich gerade voll dran vorbeigebaut und es ist irgendwie super spät erst gecheckt. Und was ich auch gerade gecheckt habe, ist, dass ich Glück 2 habe durch den Helm. Ja, jetzt ist weg. Das ist doch mega nice. Jetzt gehen wir aber erstmal rein in den Stronghold. Mit Glück wird doch auch Truhenloot verbessert, oder nicht? Weiß ich nicht, ob das jetzt gut war oder nicht. Wir können auf jeden Fall schon mal den Portalraum suchen, aber ich brauche auch noch Redstone. Hier in der Truhe haben wir noch mal eine Enderperle, nehme ich mit. Die Brustplatte, ja, können wir wenigstens austauschen eigentlich. Schadet ja nicht. Hier haben wir noch mal ein Dia einfach so offen. Da sage ich jetzt auch nicht nein zu. Beziehungsweise sind es sogar 4 oder 5. Einfach mal 5 Dias hier am Ende. Nice. Und hier haben wir noch mal Gold. Brauche ich jetzt aber nicht mehr. Die Schuhe würde ich aber noch austauschen wollen. Hier haben wir eine Geode. Vielleicht kommen wir hier in eine Höhle. Oder ist hier wirklich nur die Geode? Sieht aber irgendwie auch wieder nice aus. Ich mag das, wenn der Struggle so durchbrochen wird. Hier haben wir noch eine Enderperle und ich höre Silberfische. Moment, dann haben wir hier den Portalraum. Mega nice. Erstmal den Spawner abbauen. Wir haben kein Enderauge drin. Ist aber absolut kein Problem. Dann aktiviere ich schon mal das Portal. Nice. Und dann schauen wir jetzt mal noch, dass wir Redstone irgendwo finden. Ich höre hier irgendwo einen Zombie und eine Fledermaus. Moment, da kann ich ja direkt wieder unseren Helm für benutzen. Da oben sehen wir noch was. Das ist schon echt sehr praktisch immer noch. Aber hier sieht es nicht nach einer Höhle aus, sondern eher, als würde diese Fledermaus einfach hier drin rumhängen. Aber da oben sind noch mehr Mobs. Ich brauche eigentlich auch gar keine Mobs, sondern nur eine Höhle, wo ich noch Redstone abholen kann. Hier sieht es gut aus. Hier kommen wir doch langsam raus. Schön in deinen Lush Cave. Hallo Creeper, willst du mal runterkommen? Hallo? Nee, er will nicht. Dann gehe ich raus. Und dann explodiert er hier draußen. Genauso wie er hier. Und dann brauche ich nur ganz kurz ein bisschen Redstone. Wir brauchen nicht mal viel. Perfekt. Das reicht sogar schon. Und dann craften wir jetzt einfach direkt hier den nächsten Custom Helm. Redstone, Lapis und ein Eisen in die Mitte. Und dann bekommen wir den magnetischen Helm. Bin sehr gespannt, was der mir bringt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der magnetisch ist. Also ziehe ich ihn mal an. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie hier Items wegwerfe, kriege ich die direkt wieder zu mir hingezogen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde mit den Eisentüren, die ich gerade wegwerfen möchte. Aber wir bekommen wirklich einfach Items, die weiter wechseln zu uns hin. Ich weiß auch jetzt nicht, ob wir das im Endfight noch viel benutzen können, ehrlich gesagt. Aber damit haben wir den vorletzten Helm freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall so oder so schon mal gut. Und ich kann hier absolut nichts mehr aussortieren, wenn ich diesen Helm anhabe. Das ist nicht der beste Helm zum Sortieren, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt aber auch direkt mal wieder zurück in den Stronghold. Und wir brauchen noch eine Armbrust. Das heißt, ich brauche noch 2 Fäden. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine Bibliothek schon gefunden hatten. Da sieht es gut aus. Da habe ich ein Bücherregal gesehen. Perfekt. Einen Haken. Und dann crafte ich mir schön eine Armbrust. Dann erstmal wieder zurück zum Portalraum. Hier sind einige Mobs. Und dann wird es jetzt Zeit für den Endfight, aber auch für das letzte Custom-Item, den letzten Custom-Helm für heute. Wir brauchen noch einmal einen normalen Eisenhelm. Dann natürlich wieder unseren Custom-Crafter. Und dann packen wir auf diesen Helm einfach die Armbrust und bekommen den Armbrusthelm. Moment, der sieht wirklich genauso aus, wie wir ihn gecraftet haben. Das ist ein Eisenhelm mit einer Armbrust drauf. Wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Genau, wie ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. Das sieht so dumm aus. Ich feiere das. Wir haben einfach eine Armbrust auf dem Kopf. Kann ich jetzt damit irgendwie schießen oder so?
Ja, wenn ich sneake, schieße ich. Okay, aber ich kann nicht unendlich schnell, sondern ich muss immer wieder erst aufladen da oben. Ist ja auch normal, ist ja eine Armbrust. Das heißt aber, wir brauchen eigentlich den Bogen gar nicht. Verbrauche ich jetzt damit Pfeile? Ich habe 24, sneake. Ich verbrauche keine Pfeile. Das heißt, mit diesem Helm können wir super auf Endcrystals gehen. Wir werden jetzt ein bisschen wechseln zwischen diesem Helm und wahrscheinlich auch dem Ramming-Helm und dem Essenshelm vor allem natürlich auch. Den Magnethelm lasse ich, glaube ich, jetzt erstmal wieder aus. Der hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Und da gehen wir so ausgerüstet rein in den Endfight. Hallo, End! Erstmal rausgraben natürlich. Wobei ich das eigentlich lieber mit unserem Pickaxe-Helm mitmachen möchte. Wenn wir schon extra dafür einen Helm haben, möchte ich den auch benutzen. Wie nice ist das denn? So graben wir uns einfach komplett brutal 3x3 hier raus. Mega nice. Dann sind wir rauf auf der Endinsel. Da oben fliegt unser Endgegner für heute. Dann wird es jetzt also Zeit, auf den Armbrusthelm zu wechseln. Und dann gehen wir direkt mal rauf auf die Endcrystals. Damit haben wir alle. Sehr nice. Erstmal wieder runter hier. Und dann schieße ich mit meinem Helm ein bisschen auf den Enderdrachen. Jetzt müsste ich nur noch treffen. Das fühlt sich schon sehr falsch an. Er kommt in die Mitte. Wir schießen weiter. Aber irgendwie treffe ich ihn mit dem Helm nicht. Dann mal rein. Dann schau mal, ob ich ihn mit dem Rammenhelm irgendwie treffen kann. Aber ich glaube nicht. Weil wie soll ich das machen? Los, Attacke. Ich glaube, das wird nichts. Also gehen wir mal manuell auf den Kopf. Und er will aber auch nicht sterben. Kann ich auch irgendwie verstehen. Und wir haben noch ganz viele Dias, fällt mir gerade ein. Ich mache mir schnell noch ein Dia-Schwert. Dann möchte ich, dass der Drache gleich mal ein bisschen leuchtet. Genauso wie diese Enderman hier. Und wir haben sogar noch genau genug Dias für eine Hose, merke ich gerade. Dann mache ich mir noch schnell eine Dia-Hose. Dann haben wir nämlich eine vollständige Rüstung. Aber noch viel vollständiger wird die Rüstung natürlich so. Und es geht wieder weiter auf den Kopf mit dem Dia-Schwert jetzt. Er hat schon weniger als die Hälfte seiner Leben übrig und der Enderman will mich töten. Das finde ich nicht so nett. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich brauche mal kurz hier mein Boot. Dann setzt er sich nämlich da rein. Jetzt aber wieder haben. Und dann ramme ich ihn. Okay, nee, ich habe gar nicht meinen Rammenhelm an. Den sollte ich vielleicht vorher anziehen. Und ich muss auch jetzt erstmal wieder regenerieren. Weil beim Rammen rammt er mich nämlich auch immer ein bisschen. Und dann weg mit dir. Sehr, sehr cool. Ich feiere diesen Helm. Der ist irgendwie nicht so praktisch zum Einsetzen. Aber macht schon einfach sehr viel Spaß. Der Enderdrach hat mich gerade fast getötet. Ich wollte einfach nur kurz meinen Helm wechseln und der bringt mich auf ein Herz runter. Gar nicht nett. Kurz wieder in Ruhe regenerieren. Ich will einmal voll heilen, bitte. Und dann probiere ich jetzt auch mal wieder weiter mit dem Helm auf ihn zu schießen, auch wenn er jetzt natürlich gerade sehr weit weg ist. Aber er kommt in die Mitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Pfeile des Helms treffen den einfach gar nicht. Also lieber wieder ganz normal rauf da. Und er hat kaum noch Leben. Das heißt, wir könnten jetzt sogar mal auf TNT wechseln eigentlich. Zwei Stück haben wir. Er kommt in die Mitte. Wir warten unten. Und dann schön hier hinten TNT. Wieso brenne ich jetzt eigentlich? Wie funktioniert das jetzt genau? Woher kam gerade ein brennender Pfeil oder irgendwas? Er ist nicht down. Oh mein Gott, wir haben ihn doch fast. Dann muss das einzig wahre Bett her. Aber er fliegt erstmal nochmal weg. Der Drache kommt ein letztes Mal in die Mitte. Die Bettbombe ist bereit. Und damit ist der Enderdrache down. Nice. Der Enderdrache implodiert. Ich habe meine Armbrust immer noch auf dem Kopf und wir haben es geschafft. Nice. Oh mein Gott, war das lustig mit diesen Helmen. Ich feiere die teilweise so extrem. Erstmal sammle ich mir jetzt aber meine Level ein. Dann hätte ich natürlich gerne noch das Drachenei. Meins. Nice. Und dann haben wir es geschafft und haben mit extrem nicen Custom-Helmen Minecraft durchgespielt und den Enderdrachen besiegt. Nice.